Herzlich willkommen zu einem neuen Video, beziehungsweise dem ersten Video 2024. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen alle. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr und natürlich nur das Beste und vor allen Dingen viel Gesundheit für 2024. So, wir starten direkt mit einem Patienten. Das heißt, ich habe irgendwie heute Lust, gleich am Anfang des Jahres klar Schiff zu machen. Das heißt, wir zerlegen einmal den Abarth-Motor, um zu gucken, was eigentlich passiert ist. Im Endeffekt weiß ich schon, dass hiervon fast nichts mehr zu gebrauchen ist. Aber danach zeige ich euch die nächste Evolutionsstufe vom Abarth, weil wir zünden natürlich die nächste Rakete. Und deswegen würde ich gerne einmal zumindest das alles hier runter gehabt haben. Ich habe jetzt ungefähr schon eine halbe Stunde geschraubt. Das geht wirklich immer echt easy. Zahnriemen ist runter, Motorhalter ist ab. Und jetzt können wir als allererstes den oberen Deckel abnehmen. So, in diesem oberen Deckel, also der hat gar keinen Ventildeckel, sondern der hat eine komplette Kassette, wo die beiden Nockenwellen drin laufen. Die kriegt man auch eingebaut gar nicht raus, weil die Nockenwellen werden entweder von hier oder von hier, ich bin mir gerade nicht sicher, komplett durchgeschoben. Das heißt, die würde man auch nicht so einfach rauskriegen. Das lassen wir aber auch so, wie es ist. Komplett mit Tassenstößeln und allem da drin. Das nehmen wir einfach nur ab und können es auf den nächsten Motor dann komplett einfach wieder draufstecken. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. So, jetzt gucken wir erstmal, welche Nuss das war. Also keine Angst, ich habe die alle vorgelöst. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier direkt mit dem Schlagschrauber auf die Schraube gehe. Hier sieht man übrigens gerade schön, wie der mit hochkommt. Der ganze Kopf liegt daran, dass der quasi auf den Ventilfedern jetzt gerade. Also ich drücke die Ventilfedern jetzt gerade hoch. Jetzt muss man einigermaßen schnell sein, weil die ganzen Hydrostößel, die können alle runterfallen. Schrauben raus macht nichts. Aber zack, die Hydros wollen wir natürlich dahin haben, wo sie hin sollen. So. Die Hydros gibt es auch leider nicht im Zubehör zu kaufen. Gibt es nur original. Und sie. Oh. nur original und sündhaft teuer. Heißt irgendwie 40 Euro das Stück oder 50 Euro das Stück. Also lieber nicht verlieren. Ja, und auch nicht lieber runterfallen lassen und so. Mhm. Aber es ist doch an sich einfach jetzt so die Kopf, also für Service doch so einfach die Kopfschichtung zu wechseln, ne? Ja, also ich schraube den ehrlich gesagt eigentlich auch echt gerne. Weil jetzt hat man hier Platz, kann schön die Kopfdichtung abnehmen, kommt überall dran und schon hat man den Kopf darunter, ne? Mhm. Da muss ich in Summe echt sagen, schraube ich den Motor schon gerne. Vor allem, wenn gleich auch noch die, wenn der Kopf gleich auch noch runter ist, dann sieht man mal erst, wie klein, also wie richtig klein dieser Motor ist. So, ich fange beim Kopf. Also ich stelle mir immer vor, eigentlich hat jeder Kopf einen Anzieh. Also eine Folge, in welcher Richtung man den Kopf festziehen soll. Ich mache es immer so, dass ich mir vorstellen würde, angenommen, ich will aus diesem Kopf eine Welle rausdrücken. Da würde ich ja immer den Kopf erst in der Mitte anziehen und dann von links nach rechts, wie als wenn man einen Aufkleber faltenfrei irgendwo drauf kriegen will. Deswegen mache ich es abgebaut immer andersrum. Erst die Seiten und dann die Mitte. Vorher ziehe ich hier nochmal diesen einen Stegel ab, weil, zack, dann können wir nämlich, wenn hier alles lose ist, lose. So, hier habe ich auch eine Sache entwickelt, das zeige ich euch gleich. Und zwar, ich löse, weil ich beim Festziehen immer faul bin, löse ich die Muttern nur an, so zwei, drei Umdrehungen, dass sie lose sind und dann drehe ich gleich den ganzen Stehbolzen raus. Ja, der Stehbolzen muss eh raus, der Kopf geht leichter an und ab, wenn der Stehbolzen raus ist und deswegen mache ich das immer so. Eigentlich echt der Wahnsinn, das sind nur M9er Kopfschrauben, Stehbolzen, dass die so diese Leistung konnten. Das ist schon echt. Hm. Weil M9 ist nicht viel. Weil jetzt ist die Mutter nämlich immer so, dass sie später beim Zusammenbau wieder weit genug ab ist schon die Mutter, aber noch nicht zu weit. Ne? Hier sieht man übrigens mal schön diese Paste, die man immer beim Zusammenbau drauf macht, fürs Drehmoment unter den Schrauben, wie die doch tatsächlich selbst danach noch da ist. Also die hat schon einen Sinn und eine Funktion. Bei sowas muss ich immer an die ersten Videos von Suvi Performance damals denken. Der hat auch immer so ASMR-Videos gemacht.
Ich dachte gerade auch daran, das sieht irgendwie geil aus, wie man den Motor auseinander nimmt. Komplett so ganze Motoren und so ganze Arbeiten, abgerissene Stehbolzen, sowas ganz lange, einfach nur so in 2-3 Minuten stillen Videos. Revidiert, zusammengebaut und so weiter. So, den großen Block, den ich euch nachher zeige von Sumi Performance, der schon die ganze Zeit bereit steht, da haben wir diese Stehbolzen gleich vergrößert von M9 auf M10. Das heißt, da ist im Block schon ein größeres Gewinde. M9 auf M10 ist auch schon ganz schön ein Unterschied. Der Block ist aber der gleiche wie hier, oder? Ja, ja. Der Block ist der gleiche von M9 auf M10 und zwar folgendermaßen, weil, wenn man hier reinguckt, sieht man, wie hier schon eine 10er Bohrung ist. Oh. Also ob die wirklich am Ende 10 hat, muss man nochmal dann genau gucken. Aber da wird relativ einfach 10 durchgehen auf jeden Fall. So, der Moment der Wahrheit. Guck, wie easy das Ding jetzt abgeht. Mhm. Sehr kompakt. So soll das. Ja, und hier ist einmal. Da sehe ich schon mal. Also er ist weniger kaputt, als ich dachte. Das habe ich ja schon gesehen, als wir von unten reingeleuchtet haben. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass dieser Kopf, der ist sogar noch ohne Probleme zu retten, weil... Das sind ja nur die Ventile, ne? Ja, das ist nur zweimal aus, das Ventil. Welches krumm ist. Natürlich müsste man wahrscheinlich die Führung auch neu machen, weil die Führung werden garantiert auch was abbekommen haben. Einlassventile sind noch nicht mal aufgesetzt, also das wird auf jeden Fall in Ordnung sein. Und das ist tatsächlich nur Auslassventil. Ich hätte sogar gedacht, dass hier viel, viel mehr im Brennraum kaputt ist. Ist es aber gar nicht. Was mir allerdings auffällt, ist, ich weiß nicht, ob ihr es seht, der Kopf war jetzt ja nur wirklich nicht lange drauf. Was sind wir mit dem Kopf gefahren? Prüfstand und ein paar Runden, Wilzerberg. 3000 circa? Nein, der war doch gerade erst frisch drauf gemacht, der große. Da sind vielleicht 20 Runden gefahren. Oh. Prüfstand plus 20 Runden. Das war ja gerade der Großgemachte. Und dafür, finde ich, ist das Verbrennungsbild schon ganz schön heftig. So, das ist ein Zeichen dafür, dass das nicht so toll funktioniert hat. Weil wenn man eine relativ rußige Verbrennung hat, heißt das, dass er entweder viel zu mager war, viel zu fett war, was nicht der Fall war, weil ich kenne ja den Lambda-Wert von dem Auto. Und man sieht ja auch an den Auslassventilen, dass die gut Temperatur hatten, weil die wiederum freigebrannt sind, sondern die Ablagerungen sind nur auf dem Einlassventil und auf dem Brennraum. Und das ist so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass, ich hatte das ja im Vorfeld schon so ein bisschen gesagt, dass wir haben ja diese komplette Quetschkante weggefräst, also das Gegenstück zum Kolben. Und es kann schon sein, dass der Motor diese Kante einfach braucht. Ne? Weißt du, man kriegt es auch so einfach weggewischt. So, und das könnte hier auch zum Beispiel ein Grund sein, warum wir vom Ansprechverhalten her ein bisschen schlechter geworden sind, aber viel, viel mehr Zündung fahren konnten, weil die Effizienz von diesem Brennraum einfach nicht mehr so da ist. Das heißt, wir müssen viel, viel, viel früher zünden, damit das Gemisch im OT komplett durchgebrannt ist. Wenn ein Gemisch schneller durchbrennt, muss man später zünden. Zündet man früher, braucht es quasi länger zum Durchbrennen. Ne? Und das kann schon der Grund sein, warum das so aussieht, wie es ist. Aber da später mehr zu. Erstmal, was schon mal gut ist, es ist zumindest nicht Kernschrott. Das kann man schon mal sagen. Yay. Ja, also den kann man auf jeden Fall, retten. Ob ich ihn noch fahren will, ist eine andere Sache. Aber retten kann man ihn auf jeden Fall. So, ja. Und was halt einfach nur krass ist, hier ist halt einfach gar kein Ding mehr da ist. Es ist wirklich kein bisschen von irgendeinem Kolben da. So, eine Sache, die ich ja auch kurzzeitig überlegt hatte, ob es vielleicht ein Kopfdichtungsschaden war. Also, ob vielleicht, wie ein paar Mal schon, der Steg in der Mitte durchgebrannt ist und dadurch im Leerlauf, also Leerlauf, gab es ja riesen Diskussionen drüber, für mich war Leerlauf halt, dass auf der Maschine keine Last ist. Natürlich habe ich Gas gegeben, habe ja auch gezeigt, wie es halt 8000 Umdrehungen waren, dass dabei dieser Steg weggebrannt ist oder es sich durchgepfiffen hat und zum Beispiel ganz viel Wasser im Brennraum ist und es dann halt den Wasserschlag gab, das heißt Kolben ist sofort plumm und plumpst halt an der Seite raus. Hier kann man aber richtig schön sehen, dass das sieht genau so aus, wie es sein soll. Also man sieht, dass es nicht durchgepfiffen ist, also es ist komplett gleichmäßig
verteilt, angezogen. Es geht nirgendwo über die Ränder raus. Also das sieht schon genau so aus, wie es sein soll. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass hier kopfdichtungsmäßig irgendein Schaden war. Interessant wird es jetzt gleich wirklich nur, ob irgendein anderer Kolben auch schon gebrochen ist. Also das wird jetzt eigentlich das Interessante gleich. Wir gucken uns jetzt als allererstes mal die Laufbahn an. Auch wenn es egal ist, weil kaputt ist kaputt. Mhm. Aber einer hat dann ja auch geschrieben, ob vielleicht die Laufbahn gerissen ist. Und durch eine gerissene Laufbahn kann natürlich auch Wasser eintreten in den Motor. So, das hier ist jetzt natürlich alles hier so ein bisschen Alu-Zeugs und. Hier ist eine fette Riefe. Da sind natürlich jetzt ein paar Macken von dem Kolben und von dem... Nö, da ist nichts gerissen. So, mit welchem fangen wir an? Ich würde sagen mit dem hier, ne? Wieso mit dem? Weiß ich nicht. Mein Bauchgefühl sagt mir, wenn der kaputt ist, ist am ehesten der auch kaputt. Würde ich jetzt mal so in meinen jugendlichen Leichtsinn. So, jetzt drehe ich mir den so, dass ich unten an die Schrauben komme. Auch wieder komisch auf dem Zylinder hier. Kann aber auch sein, weil gerade ein bisschen Öl drauf stand. Den kann ich so richtig schön sauber wischen. Und den definitiv nicht. Aber hier stand auch gerade ein bisschen Öl vom Zylinder. Also habe ich auf jeden Fall auch noch nie einen Motor zerlegt, dass ich da so gleich das ausdrücken konnte. Na krass, die Schale sieht halt einfach mal aus wie neu. Ne? Mhm. Also entscheidend ist immer erstmal, dieses Spiel passt hier schon mal. Ja, jetzt gucken wir als nächstes, ob irgendwo ein Stegbruch ist. Normalerweise, wenn ein Stegbruch da ist, fällt der Kolben aber so schon raus. Also der sieht schon mal taco aus. Das ist schon mal nichts. Außer, dass selbst der irgendwo gegengekommen ist hier. Da muss ein Teil genau runtergekommen sein. Das haben wir gegengefahren. Ich hatte die Hoffnung, dass man irgendwas sieht. Achso, ja, hier. Können wir nochmal schön zeigen. Halt krass, ne? Nochmal ein frisches Tuch. Die würde ich fast wieder so einmal. Ja, stimmt. Krass. Also da muss ich... Da war schon mal kein Fehler. Nee, also Schmierung oder so war es. Achso, genau, wir hatten ja kurzzeitig befürchtet, ob der vielleicht oben geklemmt hat. Wenn der irgendwo im Ansatz hier geklemmt hätte, dann wäre das hier alles zermackt. Dann wäre das definitiv hier alles bereit. Mhm. Und auch die Laufbahnen sehen so gut aus, wenn man hier reinguckt, da hat gar nichts geklemmt. Dann ziehen wir nochmal die beiden anderen raus. Selbst die Ringe sind alle so schön lose. Das ist lose. Ist der irgendwo kaputt, der Kolben? Nö. Ich sehe wirklich keine einzige Stelle, die es sich überhaupt nur lohnt, näher anzugucken. Schade! Sieht auch taco aus. Nö. Also, da kann ich leider auf keinem Kolben irgendwas sehen. Dann war es vielleicht wirklich einfach nur Pech. Das ausgerechnet der. Eine Sache können wir nochmal machen, das kann ich allerdings nicht. Das müssen wir dann im Subi-Video machen, weil da habe ich gerade nicht das richtige Werkzeug für. Wir können die einzelnen Pleuelschrauben von der Länge her messen, ob die alle noch so lang, wie sie ab Werk waren, sind oder ob da auch andere Schrauben schon von gelenkt sind. Sie haben sich aber gerade alle beim Losmachen ähnlich angefühlt. Deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass da irgendwie eine länger geworden ist. Aber das können wir nochmal messen. Da brauchen das geht nicht mit Messschieber, weil da kommt es halt schon auf ein Hundertstel drauf an. Dafür haben die Schrauben extra von beiden Seiten Zentrierspitze drin. Das heißt, mit einer Messuhr kann man die schön messen. Ja Leute, ich hätte euch wirklich gerne mitgeteilt, dass hier irgendwie ein Kolben gebrochen ist oder irgendwas. Ist es aber nicht. Ich hätte euch auch gerne irgendwie mitgeteilt, dass der Motor irgendwie geklemmt hat oder warum, wieso, weshalb auch immer. Hat es aber auch nicht. Also klar, hier sind so kleinere Spuren. Wie gesagt, das kann aber auch davon kommen, in dem Moment, wo der natürlich da rausreißt, ist da drin natürlich die Hölle los. Ne? Der interessantere Bereich hier oben ist wirklich alles. Okay, das heißt jetzt nächster Step? Ja, jetzt nächster Step ist auf jeden Fall, ich zeige euch erstmal den Block, der reinkommt. Und dann zeige ich euch noch was weiteres. Aber als allererstes holen wir mal einmal den Block. Tada! Wir sind wieder im Rennen. Das ist übrigens der besagte Froststopfen, der mir immer Ärger gemacht hat. Also der Block ist der ist sogar länger fertig als der Block. Ich hatte nur bei dem Block ein bisschen schlechtes Gewissen, den einzubauen. Das ist damals ein Block, den haben wir gebaut mit Subi in Kombination mit IRP, Italian Rods and Pistons.
Da sind von IRP Kolben und Pleure. Der ist gebohrt. Ich glaube, wir haben den sogar damals gewuchtet. Volles Programm. So, das heißt, dieser Block ist eigentlich, ich will jetzt nicht sagen all in, es gibt immer noch mehr zu machen, auch von der Auslegung her stabiler zu bauen. Aber ihr seht es an der Beschichtung etc. Das ist jetzt ein richtig, ja, das ist ein richtig männlicher Block. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn damals ausgeliefert hatten, aber er sieht ehrlich gesagt vom Volumen her ziemlich ähnlich aus. Wir können einmal nur kurz eine grobe Schätzmessung machen, welche Messschiebe finde. Wir haben hier an der tiefsten Stelle 9 mm. Und hier haben wir. Kennt ihr das, wenn. Es sind einfach. Ich bin prädestiniert dafür, dass egal was ich in der Hand nehme, Batterien sind leer. Ja, hier mal sagen wir 8,3. Schwierig. Also ich würde sagen, ehrlich gesagt, ist das verdichtungsmäßig gleich. Also wir litern es nochmal aus. Hier ist minimal mehr. Also hier ist es minimal tiefer. Dafür ist der Dom in der Mitte. Hier gar nicht und da deutlich höher. Der Dom gefällt mir allerdings extrem gut. Also der Kolben an sich hier von IRP gefällt mir extrem gut. Weil dieser Dom in der Mitte sorgt halt für so eine richtig schöne Durchbrennung. Also, wie soll ich es erklären? Hier in der Mitte ist ja die Zündspule. Zündkerze. Das heißt, die Zündkerze zündet da, wo am wenigsten Abstand ist. Das heißt, das Gemisch, welches entflammt, muss automatisch sich kreisrund in den Brennraum verteilen. Weil in dem Moment, wenn das Gemisch explodiert, dabei expandiert es, das heißt, das Volumen wird größer, es muss irgendwo hin. Es fängt natürlich in der Mitte an zu brennen, weil da der Funke ist. Und dann will es automatisch rundum nach außen gehen. Und das sorgt halt für eine schnelle Durchbrennung. Schnelle Durchbrennung ist immer gut, weil je stärker, also je schneller es brennt, je stärker steigt der Druck im Brennraum. Das heißt, aber der Wirkungsgrad ist besser. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig erklärt. Ja, das wird auf jeden Fall ein Block sein, den kriegen wir nicht so einfach kaputt. Hoffe ich. Das heißt, dieser Block kommt da jetzt rein. Thema Kopf. Ehrlich gesagt war ich von diesem komplett gemachten Kopf mit großen Ventilen, waren wir ja nicht so begeistert. Also was heißt nicht so begeistert? Wir konnten ja schon deutlich mehr, also wir konnten die gleiche Leistung mit deutlich weniger Druck fahren. Wir konnten jetzt aber auch nicht viel, viel, viel mehr Leistung fahren. Also das, was wir an mehr Leistung stellen konnten, war jetzt gar nicht unbedingt der Luftmasse zurückzuführen, sondern eher der Mehrzündung. Deswegen, und die Mehrzündung ist halt die Frage, warum wir Mehrzündung fahren konnten. Weil die Verdichtung geringer war, weil der Brennraum einfach ausgefräst war, weil es einfach, egal. Auf jeden Fall eine Sache, die ja ein bisschen enttäuschend war. Wir hatten ja die Hoffnung, dass das Ansprechverhalten, was für mich auf der Rennstrecke wichtig ist, mit dem Kopf besser wird. Da ist es aber scheinbar wirklich so, dass ein kleiner Kanal, ein Serienkanal einfach besser float. Deswegen sagt mein Bauchgefühl mir gerade, auch wenn ich dran denke, an künftige Schäden. Und vielleicht wollten wir ja mit dem Auto schon nochmal in ein bisschen professioneller werden. Das heißt, dass das Fahrzeug streckentauglicher ist, dass man auch vielleicht mal vor Ort was tauschen muss, wie auch immer. Da ist natürlich ein Serienkopf, muss man ganz ehrlich sagen, immer das Beste, was es gibt. So, und wenn ich mir überlege, wir haben 409 PS mit dem Serienkopf gedrückt, sagt mein Bauchgefühl mir zur Sekunde, wir nehmen wieder einen Serienkopf, stecken da nur die starken Ventilfedern rein, bleiben auch bei Serienventilen, dann haben wir halt nur das Problem, dass der Übergang zur Brücke nicht passt. Und diesen Übergang zur Brücke würde ich einfach mit einem Spacer gestalten. Das heißt, ich habe ja genug Platz nach hinten hin, ich würde mir einen Spacer machen, dann ist auch endlich das weg, was ich die ganze Zeit habe mit der Dichtmasse, weil weder Brücke noch Kopf eine Nutfräsung für eine Dichtung hat und es gibt bei dem keine Dichtung, weil original da ein O-Ring drin ist. Und ich würde dann jetzt quasi einen Spacer dazwischen machen, keine Ahnung, so wie es vom Flow her gut ist, 3-4 cm, mit beiden Seiten einem Einstich mit dem originalen Dichtring, dass ich von beiden Seiten die originale Gummidichtung fahren kann. Und ich nicht mehr den Kopf bearbeiten muss, sondern dass ich wirklich einen Serienkopf draufstecke und fertig. Weiß nicht, sagt mir irgendwie mein Bauchgefühl. Manchmal ist es einfach, ja, manchmal soll man solche Sachen einfach sehen lassen. So, und da kommen wir an den Punkt. Eine Sache, wo wir bei diesem Motor definitiv noch ein bisschen Effizienz holen können. Da bin ich mal wieder extrem dankbar an meine Partner. Jo. Ich glaube, wir zünden die nächste Stufe. Und verbauen diesen TTE-Lader. Diesen TTE-Lader gibt es so noch nicht auf dem Markt. Kurz dazu zu sagen, das ist quasi eine Limo-Seite, wie ich in der Limo fahre. Dieses geile gefräste Gehäuse mit auch der Mittelgruppe aus der Limo. Also wirklich eine Mittelgruppe, die wirklich absolut vollgasfest ist. Auf der Abgasseite haben wir allerdings ein 0,5er Garrett-Gehäuse. Also das ist ganz, ganz, ganz kleines Gehäuse. Somit das kleinste Gehäuse, was es gibt. Jetzt haben wir den großen Vorteil, dass wir in diesen beiden Gehäusen ganz kleines Laufzeug fahren können. Klein ist jetzt übertrieben, aber ihr seht, das ist jetzt gegenüber Limo nicht riesig.
So, das heißt, wir haben große Gehäuse mit einem schönen Flow und kleines, leichtes Laufzeug. Das heißt, TTE ist der Meinung, dass dieser Lader vom Ansprechverhalten kaum schlechter wird als der alte Lader, aber oben raus garantiert 100, 150, wer es mehr kann. Brauchen wir nicht, keine Angst. Aber mein Ziel, mein Plan wäre es, dass wir so 450 PS bei 2 Bar haben. Das wäre so mein Traum, dass wir mit dem Ladedruck gar nicht viel weiter nach oben gehen, sondern hierfür einen Krümmer bauen. Dann ist übrigens auch endlich die ganzen Schraubverbindungen sind alle weg. Wir hätten einen Krümmer mit V-Bandschelle und externem Wastegate. Die ganzen Verbindungen sind weg und ja. Wenn wir hier mal reingucken, alt gegen neu, sieht man nämlich auch schon, guck mal. Seht ihr das Verdichterrad ist gar nicht viel größer. Ja, stimmt. Aber so vom Gehäuse ist es schon ein großer Unterschied. Verdichtergehäuse ist gar nicht so viel größer, abgasseitig ist allerdings viel größer. So, und das ist das, was am Ende entscheidend ist. Okay, das ist ein sehr großer Unterschied. Weil gerade auf der Rennstrecke, die Abgasseite ist die Seite, die einen Motor entlastet. Das heißt, wenn auf der Abgasseite kein Druck ist, dann hat man automatisch eine geringere Temperatur und entlastet den ganzen Motor. Ne? Kann deutlich mehr Zündung fahren, weil man einfach keinen Gegendruck im Brennraum hat. Weil man darf immer nicht vergessen, bei jedem Motor hat man immer eine gewisse Ventilüberschneidung. Das heißt, es gibt einen Punkt, wo Einlass und Auslass offen ist. Und wenn ihr dann, wie in so einem Motor, 3, 4, 5 Bar im Krümmer habt, könnt ihr euch vorstellen, was mit den Gasen passiert. Weil der Druck aus dem Krümmer geht natürlich durch den Brennraum in die Einlassseite auch. Ne? Ja, und eigentlich vertraue ich den Jungs von TTE da so weit, wenn die aus Erfahrung sagen, dass die Kombination aus diesem Verdichterrad mit der Turbine, mit einem geilen kleinen Krümmer, das heißt, wir bauen jetzt nicht so einen riesen Krümmer mit solchen fetten Rohren, sondern wir bauen wirklich das Minimum, das was Sinn macht, das was aus dem Kopf rauskommt, wird vom Spool her ähnlich sein, aber den Motor massiv entlasten, dann könnte das definitiv der richtige Weg sein, ne? Weil wir sind ja schon einen recht hohen Druck gefahren. 2 Bar war vollkommen okay. Also meine Grenze für ein Rennauto im Dauerbetrieb sind halt einfach 2 Bar. Ist irgendwie so eine magische Größe. Alles über 2 Bar wird nie so lange halten. Und ich bin aber der Meinung, hiermit schaffen wir mit 2 Bar definitiv schon 420, 400, 450 wäre es vielleicht. Ne? Das denke ich mal wäre so geil. So, jetzt kommt der letzte Punkt dazu. Jetzt können wir uns natürlich endlich ein bisschen aufproben. Weil meines Erachtens hat diese Laderposition da oben immer gar keinen Sinn gemacht. Weil... Erstens Thermik, ich gehe mit dieser fetten Downpipe durch den ganzen Motorraum. Zweitens, wir wollen den Schwerpunkt von diesem Auto tief haben, hängen aber den Turbolader nach oben. Weil der war ja so in dem Motor drin. Mhm. Also das ist jetzt gerade Ausgang Kopf und ging wirklich 90 Grad nach oben hier hin. Das könnten wir jetzt natürlich wieder genauso bauen. Dann haben wir tatsächlich mal einen Motor, wo man endlich auf diesen Lader gucken kann. Geil. Okay. Weil da würde nämlich der Lader so grob übertrieben gesagt hier so hängen. Den kann man übrigens frei natürlich verdrehen. Also ich müsste ihn jetzt gerade losschrauben, dann könnte ich ihn passend drehen. Man könnte den jetzt als Beispiel hier so reinhängen. Dann habe ich aber immer noch die Temperatur hier oben. Und ich würde ehrlich gesagt lieber versuchen, ob man ihn nicht hier so hingehangen kriegt. Dann sieht man ihn zwar nicht mehr. aber Schwerpunkt ist weiter unten. Massiv weiter unten. Warte mal, wir müssen doch mal, ich muss ihn mal einmal verdrehen. Ich muss euch das einmal zeigen. Mein Traum wäre, ist zwar optisch nicht die geilste Variante, aber für die Thermik auf jeden Fall das Beste. Wir gehen aus dem Kopf mit Rohren nach oben, 90 Grad nach oben und dann wieder nach unten, wie so eine Schleife von oben nach unten. Mhm. Die mittleren, damit alle vier gleich lang sind, würden wir die mittleren höher machen und die äußeren gehen eng runter. Hier kommt irgendwo so ein geiler gefräster Sammler und der Lader hängt am Ende so, dass ich hier noch genau einen Ölfilter daneben kriege. Wobei, da könnte ich auch ehrlich gesagt darauf verzichten und könnte den Ölfilter nach außen legen. Das wäre nicht das Problem. Da gibt es diese Relocation-Kits, finde ich eh ganz geil, dass ich den Ölfilter irgendwo anders hinsetze. Aber so ungefähr so hier, man könnte den Lader auch leicht drehen, würde sogar der Downpipe zugutekommen, würde man wahrscheinlich sogar machen, dass der Lader irgendwo so hier drin hängt. Dann komme ich nämlich mit der Downpipe wieder mit einem 90-Grad-Bogen einfach eng hier rum. Wie sah es genau hier? Ich komme mit der Ansaugung sogar hier direkt durch und jetzt kommt, mein Druckrohr ist viel, viel kürzer. Weil vorher musste ich ja mit dem Druckrohr von hier oben in den Ladeluftkühler unten. Jetzt sitzt der Lader hier unten und ich muss hier rein. Das heißt, da fehlen locker, weiß ich nicht, 10, 15 cm weg. So, eine Variante. Ich zeige euch jetzt gerne noch ein paar andere Varianten. Ich habe mir ja schon wieder lange Gedanken drüber gemacht. Natürlich könnte man den Lader auch irgendwie drehen und als Beispiel mal so mir reinhängen oder hier irgendwo hin oder dahin. Macht aber gar keinen Sinn, weil das Druckrohr wird dann umso länger
und wandert dann einmal quer durch den Motorraum da in den Ladungskühler rein, weil ich muss ja auf jeden Fall von der Seite in den Kühler rein. Ne? Könnten hier auch so neben das Getriebe hängen, das wird aber mit dem Lüfter nichts. Also das wird noch enger, weil hier einfach der Lüfter von dem Wasserkühler ist. Sollte das zum Wasserkühler eng werden, habe ich auch schon eine Lösung. Die werde ich auch machen. Guck dir mal, wie Platz hier ist. Ach so, ein Wasserkühler weiter nach vorne? Ja, hier sind ja eh einfach, guck mal, der hängt ja eh nur mit Spacern drin. Mach ich aber Spacer länger. Dann wandert der ganze Wasserkühler mit, der ganze Wasserkühler wandert dann mit den... Mit dem Lüfter. Mit dem Lüfter komplett bis auch, hier ran. Ist eben, eh geiler, weil es dann schön abgeschlossen ist. Ich habe auch eben gesehen, der Lüfter ist da ja auch schon so ein bisschen angeschmolzen. Ja, ja, das war allerdings von der Downpipe. Das war, als er undicht war da. Wenn der Turbolader hier natürlich undicht so, ist, sind die Abgase stimmt, direkt drauf gepfiffen. So, aber ich kann locker hier das Ganze so weit rausziehen, dass der hier bündig dran ist. Das wäre lufttechnisch auch das Beste. Hier auch, das heißt, da gewinnen wir nochmal locker eine Daumenbreite. Und schon wird der Lader maximal tief hier drin hängen. Weil, eine Sache dürfen wir nicht vergessen, fällt mir dabei nämlich ein, viel tiefer können wir auch gar nicht gehen. Sonst haben wir nämlich eine Großbaustelle, weil der Ölrücklauf muss ja auch wieder noch in die Ölwanne rein. Und original war der Ölrücklauf genau hier auf der Höhe. Mit 90 Grad nach oben können wir eh nicht viel tiefer als das. Mhm. Also, ja. Hier seht ihr halt das Thermostat von dem Ölkühler. Das könnte halt noch so ein Punkt sein. Aber da könnte ich ohne Probleme auf die Variante gehen, die ich an der Limo habe. Dieses externe Ölfiltergehäuse mit Thermostat dran. Das heißt, man würde sich hier nur ein Drehteil für machen. Einfach nur mit Zug und Ablauf, welche gerade drauf gehen und schon ist dieses ganze Gebilde hier weg. Mhm. Und ich würde den Ölfilter zum Beispiel einfach hier an Längsträger flanschen. Ja, kann man jetzt schwer zeigen. Hätte aber am Ende den Vorteil, dass ich hier einfach nur mit zwei dünnen Leitungen lang gehe zum Ölfilter. Ja. Und dann mit dem Lader noch tiefer komme. Fakt ist, Ziel ist es am Ende, 10 Kilo von oben nach unten zu holen. Das sind wirklich 10 Kilo plus Downpipe, plus alle Leitungen, die dran gehen und so weiter, die wirklich, wir können es gerne mal messen, gehe ich davon aus, dass wir jetzt gerade, oh, wir haben jetzt gerade Mitte Auslass bis Mitte Turbolader 15 cm. Das heißt 15 cm mal 2, nicht ganz, aber wir diese 10 Kilo setzen wir tatsächlich 20 cm runter. Wenn es nicht sogar mehr als 10 Kilo sind, das war jetzt gerade erstmal nur geschätzt. Und das glaube ich... Lohnt sich schon. Ja, ich glaube auch. Weil ich glaube, es wird sich auch lohnen in Form von Thermik. Weil es war ja schon so, dass hier oben ganz gut was los ist. Durch die Downpipe, durch das Abgasgehäuse und so weiter. Den Krümmer kriegen wir perfekt thermoisoliert. Das heißt, da macht man einfach nur eine schöne Hitzeisolierung rum. Ab Turbolader kriegt man das aber nicht so geil hin, mit dass die Wärme da nicht strahlt. Soll es auch nicht. Weil ab da geht es eh nur noch durch die Downpipe und dann ist alles easy. Ja, so. Lasst euch bitte nicht erschrecken von diesem Upgrade. Wir haben ja immer noch die ganz alte Technik, die bleibt ja alles unberührt. Das liegt da ja passend. Aber jetzt ist ja erstmal Winter. Wir haben 3 Monate Zeit. Deswegen denke ich, Stillstand heißt Rückstand, habe ich gelernt. Es war bisher nicht so, dass wir die Leistung gebraucht haben. Andererseits wiederum war es bisher noch nicht so, dass wir die Leistung gefahren sind. Wer weiß, was passiert, wenn man den Koffer erstmal ein bisschen Leistung fährt. Ne? Und ich kann euch so viel schon sagen, es gibt noch ein paar andere massive Upgrades diesen Winter, die in Sachen Performance richtig was bringen. Ja, wird gut. Leider kann ich euch nicht mitteilen, warum es jetzt kaputt gegangen ist. Wir haben nichts gefunden, aber wir haben einen neuen Block. Wir haben einen neuen Turbolader. Vielen, vielen Dank an Subi, IRP und TTE. Das wird richtig gut. Tschüss. Danke fürs Zuschauen, einen wunderschönen Start ins neue Jahr und wir sehen uns am Sonntag wieder.